Moin Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch zwei Multipacks der Matchtags Extra 2020-2021 Serie. Und was hier alles drin ist, was euch erwartet, seht ihr natürlich nach dem Intro. Jawohl, es geht Leute, zwei Multipacks der Matchtags Bundesliga Extra Serie 2020-2021 habe ich am Start. Aktuell haben wir ja die normale Serie, habe ich ein bisschen was da, und die Extra Serie habe ich ein bisschen was da. Und heute habe ich hier zwei Multipacks, die dachte ich mir, öffnen wir mal zusammen. Und es schnackt noch gar nicht lange rum, wir haben 29 Karten plus eine limitierte Auflage plus hier so ein Extra Pack. Ich muss mal gerade gucken. Stand das hier irgendwo drauf? Ah, hier ist das Pack mit Limi. Da ist dann, glaube ich, so Transfer-Update-Karten drin, also die in der normalen Serie nicht drin waren und auch nicht in der Extra-Serie eigentlich geplant war. Gut, wir schnacken nicht lange rum. Dennoch, wir legen los. Let's go. Und wir starten einmal mit Liat Paquerada, jetzt ja beim FC. Freue mich die Karte, die kann ich mir vielleicht mal unterschreiben lassen, wenn ich zum Training gehe. Dann haben wir Benjamin Stambouli, Grüße gehen raus an Kev, Abwehrchef. Dann haben wir Timothy Chandler, Grüße an Lukas. Dann haben wir Nadim Amiri, Auswärtstrikot für Leverkusen. Leipertz für Heidenheim. Lutschkwi für Bielefeld. Toni Janschke für Gladbach. Douglas Costa, damals noch bei den Bayern. Dann haben wir Matchwinner, Medegi Mavra, Ex-Kölner, damals in Diensten von Greuther Fürth. Und wir haben Marco Reus als Führungsspieler für den BVB. Ja, von der Extra-Serie will ich mir aktuell überlegen, ein Display zu kaufen. Da habe ich ehrlich gesagt übel, übel Bock drauf. Ich will aktuell, ja, Retro viel öffnen, aber ich möchte halt auch TurboTax für mich weiter öffnen, und manchmal nehme ich es auf, manchmal öffne ich es privat. Wir haben erstmal Naschreimer. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was feiert ihr eher, Retro oder Aktuelles? Sound Just. Ich glaube, den meisten gefällt sogar eher Retro. André Hahn, Auswärtstrikot. Felix Klaus. Dann haben wir Gouye. Dann haben wir Bozdek. Dann haben wir Waldemar Anton als Abwehrchef aus Stuttgart. Dann haben wir Strauß. Matchwinner Benjamin Pavard für die Bayern. Let's go, sehr schön. Und wir haben wir, Grüße gehen raus an Kev Suazerda als Allrounder-Karte. So, das ist dann hier, glaube ich, dieses Update-Pack. Wir öffnen mal. Wir starten erstmal mit ja, Sky Ticket, bla bla. Wir haben erstmal Florian Neuhaus, limitierte Auflage LE30. Ich glaube, die habe ich schon. Genau, und das sind dann hier die Karten, die gab es. Hier Hoppe, Barkok, Fosu-Mensah, Musiala und Moukoko. Das sind die Rookie-Karten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kolasinac. Die sind eigentlich in der Hauptserie gar nicht drin gewesen, zum Beispiel hier auch in Gangkamp. Deshalb hat man die hier dann noch hinzugefügt. Gut, weiß ich jetzt nicht, ob man die unbedingt braucht. Ich kann da nichts anfangen. Ich habe die jetzt hier aber in beiden Multipacks drin. Ich habe auch die Multipacks damals schon geöffnet. Aber wie gesagt, ich überlege mir aktuell ein Display zu kaufen. Hier wieder das Pack mit limitierter Auflage. Ich überlege, das einfach nicht zu öffnen, damit ich es für die Booster-Sammlung nutzen kann. Ich glaube, das mache ich einfach auch. Und dann machen wir erstmal weiter mit den normalen Packs. Wir haben Arne Feig. Wir haben Limnios, der ist ja jetzt nach Griechenland gewechselt, hat bei uns leider nie eine vernünftige Chance bekommen. Peter Pekarik, Trimmel. Wir haben Gyökeres, Kevin Vogt, Mbom, Mo Dahoud. Matchwinner zweite Liga von Etienne Amenido, den zocke ich gerne. In der Karriere, wenn ich in die dritte Liga gehe, hole ich den sehr gerne, weil der lässt sich immer geil spielen. Und dann haben wir Brekalo und Memedi als Duo Flügelzange für den VfL Wolfsburg. Letzter Booster, dann fürs heutige Opening. Wie gesagt, ich habe vor, mehr Match-Tags, also mehr Retro-Match-Tags, vor allem mehr Match-Tags extra zu bringen. Und jetzt haben wir nochmal ein Kracher-Pack zum Abschluss. Ihr werdet gleich sehen, warum. Wir haben Daniel Keita-Rueil, Bentaleb, Hinteregger, Alario, Sven Ulreich,
Roland Salay Auswärtstrikot. Wir haben Justin Kluivert, der war bei Leipzig, das habe ich schon gar nicht mehr in Erinnerung. Matchwinner Dominik Heinz, jetzt ja wieder beim FC. Dann haben wir Timo Horn, Führungsspieler für den FC. Sehr schön, auch wenn ich hier Hector sehe. Und dann haben wir Bundesliga-Mittelgeende mit Jörg Alberts für den HSV. Sehr, sehr schön. Und dann war es das mit den zwei Multipacks-Opening. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, kommentieren nicht vergessen. Ich sage bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Tschüss, Kuski. Peace out. Ich bin raus. Und ciao.